Unbeschreiblich dann willkommen zu einer kleinen Art Bestrafungsbattle mit dem lieben Potter. Hallo. Guten Abend. Ja, wir haben das Ganze ja schon mal gemacht, ne? Vor einigen Wochen oder so. Ja, und für die wirklich? Leute, die das nicht gesehen haben, das kann ich ja nochmal erklären kurz. Wir machen sozusagen ein Battle gegen uns, gegeneinander hier so ein bisschen. Und der Verlierer muss dann sozusagen eine Strafe machen. Und diesmal haben wir uns eben überlegt, dass wir einfach durch diese Welt streifen und Ressourcen sammeln, 10 Minuten lang. Da werde ich dann hier auf meine Aufnahmezeit schauen, dass wir dann eben einen Timer haben von 10 Minuten. Und wenn diese 10 Minuten abgelaufen sind, dann kommen wir beide zurück und battlen uns mit den Sachen, die wir haben. Genau. So läuft es ab. Bist du damit einverstanden? Ja, okay. Ja, ich mache auch schon mal so eine kleine Stoppuhr bei mir. 3, 2, 1, los. Boom, 10 Minuten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Waxer. Alter, ich will nicht verlieren. Nein. Oh. Okay. Ich sag's dir Glück, Potter ist mal nicht, dass er gerade... Ah doch, er hat seinen Kurs korrigiert. Und vor den 10 Minuten würde ich sagen, wir dürfen uns nicht schlagen und nicht verprügeln. Oh, guck mal, ich hab schon gedacht. Ja, ist ja geil. 10 Diamanten. Wir spielen hier übrigens gerade auf einem eigenen Server, den ich selbst bezahle von meinem YouTube-Money. Dieser Server wird tatsächlich ausschließlich über meinen YouTube-Kanal finanziert. Das ist so ein kleiner Fun-Fact. Und es reicht auch nicht für viel mehr als für diesen Server. Das juckt einfach niemanden. Doch, Leute. Schaut mal, dadurch, dass ihr hier mir zuschaut, supportet ihr, dass ich solche scheiß Server mir kaufe. Ja, das können wir mal erklären. Denn folgendes, wir haben tatsächlich vor, so ein Format hier draus zu machen. Ganze, den Namen werden wir noch nicht verraten, aber wir werden sozusagen dann, weil wir eben dachten, immer nur wir beide gegeneinander, so viel Porter können wir euch dann auch nicht antun, haben wir mal gedacht, wir machen sozusagen... Du kleiner Schlawiner. Da ein kleines Battle gegen andere Leute draus. Das heißt, wir werden uns jede Folge immer wieder neue Leute suchen, gegen die wir dann sozusagen hier antreten werden. Und Porter, hast du dir die Stoppuhr gestellt? Weil ich ja, war so klar, dumm und hab... nicht dann genau drauf geschaut. Nee, ich hab die Idee klingelt schon. Das klingelt schon. Genau, okay. Und das Ganze wird eben so ablaufen. Ich kann ja schon ein bisschen schon vorne reinnehmen. Und zwar werden Volro und ich beide in einem Team sein. Und wir nehmen einen Gast, der darf sich einen Teamkollegen holen. Und dann wird 2 gegen 2 gespielt. Und mit den Strafen und so, da sind wir uns beide noch nicht so sicher, wie wir es machen. Wer dann die Strafe und so da bekommt. Das werden wir dann einfach mal sagen. Ja, und Porter, ich bin dir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Schritt voraus. Wir werden das Ganze alles ein bisschen anders gestalten, als wir jetzt diese Bestrafungsbattles hier gestaltet haben. Lasst euch einfach mal überraschen. Es wird, glaube ich, gar nicht so scheiße. Wird auf jeden Fall ganz witzig, denke ich. Porter, du hast tatsächlich schon einen Ofen. Ist eben schon ziemlich heiß, wa? Ich kann ja mal hier dir mal erzählen. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Höhle tatsächlich. Hast du schon eine gefunden. Ja, tatsächlich habe ich eine gefunden. Ich habe jetzt auch eine gefunden. Gerade. Was für ein Zufall. Ich habe aber eine größere Höhle gefunden. Größer wie dein... Okay, scheiße. Ich glaube, deine Höhle war tatsächlich größer, weil ich habe sie jetzt schon durcherkundet. Aber ich habe noch eine. Nee, ich glaube, du hast eine größere Höhle. Bin mir ziemlich sicher. Jetzt habe ich aber eine geile Höhle gefunden. Leute. Bist du aber geil gedisst worden. Vor allem, wir müssen aber aufpassen, weil wenn jemand von uns stirbt, ne? Ja. Alter. Dann, ich glaube... Also, der hat dann direkt verkackt eigentlich. Kommt drauf an, wann er stirbt. Wenn er jetzt stirbt, vielleicht noch nicht. Scheiße, Alter. Monster Hunter. Gibt's so einen Film? Der Monster Hunter ist... Achso, wir haben was vergessen. Scheiße, was? Mann. Dann Kacke. Hau Berne raus. Kacke, wir haben wirklich was vergessen. Was haben wir denn vergessen? Hashtag, wir hassen Chris. Oh, Alter, ich habe aber jetzt auch schon einiges an Eisen gefunden. Ja, ich einiges. Einmal einiges, ja. Einiges. Wie weit sind wir denn mit der Zeit schon, Porter? Oh ja, da kann ich dir gerne sagen. Wie sieht's denn da zeitentechnisch aus? Also, wir haben noch 3 Minuten und 50 Sekunden. 3 Minuten nur noch? Ja. Was? Ja. Alter, scheiße, es ist ja knapp hier. Ich habe noch gar nicht so gute Sachen jetzt. Also ich habe was. Es ist nicht so, dass ich nichts habe, aber ist auch nicht, dass ich viel habe gerade. Um Gottes Willen. Das könnte scheiße werden. Oh. Sag mir dann bitte immer, je nachdem, so wenn wir 2 Minuten haben, wenn wir 1 Minute haben, ne? Weißt du? Ja, muss ich immer zwischendurch drauf gucken, aber genau, kann ich das gerne machen.
Oh, hier. Oh, Junge, hier ist eine geile... Ich habe eine Schlucht gefunden. Richtig geil. Mein Vorteil ist halt, ich habe einen speziellen Rohstoff, den du vielleicht nicht hast. Das wäre... Das ist das Geile. Das werde ich dir jetzt sicher nicht sagen, weil sonst kommst du vielleicht auf die Idee, dir den auch noch zu holen, weil er ist nicht allzu schwer, sich zu beschaffen. Ja, aber der bringt doch nichts. Welcher? Wahrscheinlich den Rohstoff, den du hast. Doch, der bringt ganz schön was. Okay. Aber... Hast du vielleicht einen kleinen Vorsprung, weil ich gerade nicht weiß, was du denkst, was du meinst. Oh, scheiße, Alter. Oh Gott, das wird sehr knapp. Vielleicht mit meinem Special-Item kann ich was reißen, aber ansonsten wird es sehr, sehr knapp, Leute. Oh, okay. Zack, Öfen bauen des Todes. Da kommt ein Zombie auf mich zu. Nein, ein Creeper! Nein, nicht explodieren! Nein! Okay, er hat nichts in die Luft gesprengt. Ich glaube, weil Mob-Griefing aus ist. Ups. Ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Okay. Hat mir ja auch schon wahrscheinlich geholfen. Ich kann so kurz gucken. Wir können ja gerne auch eine Minute, wenn wir beide zustimmen, eine Minute länger machen, haben wir. Nee, dann machen wir nicht. Was? Machen wir nicht. Wir haben noch 1 Minute und 30 Sekunden. Du gerade, ja. Wir können ja gerne noch eine Minute. Nee, machen wir nicht. Ja, ich bin stolz auf dich, Potter. 1 Minute noch. Was? Oh Gott. 1 Minute noch. Nein. Sachen brennen schneller. Scheiße. Wie viel habe ich noch? 32 Sekunden noch. Oh, scheiße. Okay, es könnte knapp für mich werden. Es könnte sehr scheiße für mich werden. Mein Equip ist eigentlich nicht gut. Mein Equip ist wirklich nicht gut. Da kann ich... Ich will dir jetzt nichts vormachen. Aber ich habe halt ein Special-Teil, was du vielleicht nicht hast. Das könnte der Vorteil werden. Das könnte mein Vorteil sein. Ende. Oh, da habe ich gehört. Okay, ab jetzt nichts mehr machen. Okay, ich würde mal sagen, es fängt gleich an. Ich mache einen Countdown. 5, 4, 3, 2... Du hast einen Bogen. Los. Naja, wer weiß. Vielleicht habe ich einen Bogen, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch schon. So, okay. Dicker. Alter. Nice, mein Lieber. Das war nice, ne? Nice Sache. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, natürlich... Oh! Ui, ich dachte, du bist weiter weg von mir. Alter. Das war mit dem Feuer, das war natürlich eine sehr gute Idee. Zweites Bestrafungsbattle in Folge verloren. So, dann kommen wir dann auch schon zur Bestrafung für den lieben Porter. Freust du dich schon, mein Lieber? Ja, also ich freue mich in so gewissermaßen, dass es eigentlich langsam eine Tortur wird hier, aber... Ja, nee, also folgendermaßen, diesmal musst du leider nicht ins Kino gehen wie letztes Mal. Schade. Ist folgendermaßen, ich musste mir ja wieder was überlegen für deinen Filmkritik-Kanal und ich habe mir jetzt mal überlegt, ja, du willst das Ganze ja so ein bisschen professionell aufziehen, hast auch gedacht, ja... Du hast ja auch ziemlich viel Ahnung vom Film, das will ich auch gar nicht abstreiten jetzt hier. Und deswegen habe ich mal gedacht, du machst einfach ein Video, in dem du halt wirklich ernsthaft erklärst, warum Star Trek und Star Wars genau dasselbe ist. Und das Ganze darfst du erst am Ende des Videos auflösen. Okay. Der lacht sich immer beinahe ab. Was geht jetzt euch ab, Alter? Ja. Scheiße. Ja, das wird ja viel Arbeit werden. 2 Wochen Zeit, oder? 2 Wochen Zeit, genau. Das heißt, innerhalb der nächsten 2 Wochen werdet ihr dann die Bestrafung auf dem Kanal des lieben Porters schauen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und eben auch das Cinderella-Video von damals anschauen, die letzte Bestrafung von Porter. Mal schauen, was die nächste Bestrafung des Porters ist, weil dass ich mal eine Bestrafung mache, ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Ja. Okay, ich würde mal sagen, ja, wir sehen uns also, dann das nächste Mal wieder. Wir fangen jetzt mal. Stopp, ich möchte gerne einen letzten Schuss sagen. Okay, dann hauen wir raus. Beurekris und Schogetten sind genau das gleiche, weil innen drin Mandelkrokant drin ist. Das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne mal beim Porter vorbei. Wenn ihr, Hashtag Fiassenchris. Wenn ihr die Bestrafung anschauen wollt. Ansonsten würde ich nur sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Lasst eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.